herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder reingeklickt habt. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute wieder Sonntag, also Schminkkörbchen-Time. Ich bin wieder meine Make-up-Sammlung durchgegangen, habe mir Produkte rausgesucht, die ich schon länger oder teilweise auch noch gar nicht benutzt habe. Habe ich, glaube ich, diesmal aber keins. Habe mir die hier in mein wunderschönes Körbchen gepackt und werde nur diese Produkte kommende Woche benutzen. Und was das ist, das zeige ich euch jetzt wieder in der Reihenfolge, wie ich die Produkte auch aufs Gesicht auftrage. Wir starten mit Foundation. Das ist wie auch schon letzte und vorletzte Woche von CoverGirl die Ready Set Gorgeous Foundation im Farbton Classic Ivory. Dieses hier, eine wirklich sehr gute Foundation. Ich bin sehr begeistert. Dann habe ich benutzt als Concealer für meinen Bereich unter den Augen von MAC den Pearl Longwear Concealer in NC15. Dieser. Und jetzt wird es spannend. Ich habe nämlich heute einen zweiten Concealer benutzt. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich immer. Und zwar ist mir eingefallen, doch das habe ich tatsächlich noch nie benutzt, dass ich hier noch so einen Clinique Airbrush Concealer rumfliegen habe in der Farbe Neutral Fair. Und das war tatsächlich mal ein Sample, das ich bei einer Douglas-Bestellung bekommen habe. Ein richtig großes Sample. Und ich dachte mir so, Illuminates Perfect, sagt dieses Zeug hier. Und ich fand in letzter Zeit irgendwie meinen Bereich unter den Augen nicht ganz so prickelnd mehr irgendwie mit meinem MAC Pearl Longwear Concealer. Und ich dachte mir, ich glaube, ich brauche irgendwas, was den Bereich nochmal so ein bisschen Baustelle illuminiert. Was bitte jetzt? Wer stört? Wer stört jetzt hier? Und da fiel mir eben dieses Zeug hier ein. Und ich dachte mir, ich benutze zuerst meinen ganz normalen Concealer und gebe das drüber. Und ich habe das hier auch in der Region, also auf den Nasenrücken, Oberlippe, Kinn und Stirn aufgetragen. Das hat wirklich super funktioniert und eben auch über meinen Concealer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es sehr schön, wie das jetzt rausgekommen ist. Und das werde ich jetzt erstmal weiterhin so benutzen. Also ich bin sehr begeistert. Dann habe ich mein alles mal so ein bisschen gesettet. Gesicht unter den Augen, tralala, mit meinem NYC Smooth Skin Loose Face Powder in Transparent. Das ist dieser hier. Und wenn es jetzt so weitergeht, dann muss ich jetzt das Fenster schließen. Ich habe mir nicht einmal 5 Minuten Ruhe, um ein Video zu drehen. Jetzt sind wir fertig. Ich schließe das Fenster. Bin gleich weiter. So, ich hoffe, es ist jetzt besser. Wir haben hier Ruhe. Genau, gesetzt. Dann habe ich meine Augenbrauen gemacht und auch hier habe ich jetzt was Neues. Ich teste nämlich jetzt was Neues für euch, um euch das dann ein bisschen zu zeigen. Eine günstige Alternative für die Augenbrauen. Und zwar ist es von Manhattan der Eyebrow Pencil in Blondie Brow in der Farbe 93D. Dieser hier, und das ist halt einfach nur so ein Augenbrauenstift. Und den habe ich jetzt heute zum ersten Mal benutzt und ich muss sagen, ich finde das Ergebnis eigentlich ganz gut. Farblich ist er identisch mit dem Brow Wiz von Anastasia Beverly Hills. Enttaubt, ich habe die beiden am Handrücken geswatcht, das ist die allergleiche Farbe, man erkennt wirklich keinen Unterschied. Und ich muss sagen, ich finde meine Brauen gar nicht mal so schlecht. Also ich werde das jetzt mal ein bisschen testen und habe vor, dann eine Review dazu zu drehen bei Gelegenheit. Vielleicht ist es was ganz Gutes aus der Drogerie. Dann habe ich Eyeshadow Base benutzt. Meine Too Faced Shadow Insurance. Und jetzt kommen wir zu was Neuem, das ich auch benutzt habe. Und zwar von NYX, der Gel Pencil Liner in Braun, der Treasury Liner. Vielleicht habt ihr meinen Douglas Haul gesehen, da habe ich euch den schon gezeigt. Und das ist halt im Prinzip ein Kajal, also halt ein Liner. Allerdings soll der wirken wie ein Gel-Liner, also vom Effekt her. Und ich habe versucht, mal Tightlining damit zu machen, also halt meine obere Wasserlinie und so ganz nah am Wimpernkranz. Habe mir das auch als Kajal aufgetragen, quasi als halt als Kajal, als Liner halt. Ein Strich halt, was ich habe. Irgendwie Probleme hier. Und auf der Wasserlinie. Und ich bin gerade noch so ein bisschen zwiegespalten. Also ich habe ihn jetzt heute zum ersten Mal benutzt. Und der allererste Eindruck war jetzt eher so, jetzt nicht so toll. Ich fand ihn sehr hart im Auftrag. Also ich musste schon so ein bisschen Druck ausüben, was ich jetzt gerade an der Augenpartie nicht ganz so prickelnd finde. Aber ja, ich werde jetzt mal weiterhin den benutzen. Aber der ist auch neu, euch dann irgendwann wissen lassen, wie der denn wirklich ist. Dann habe ich als Lidschatten benutzt.
Nee, ich fange anders an. Ich habe mir nämlich zwei Sachen rein, die ich letzte Woche auch schon hatte, aber die haben die Woche auch nochmal ganz gut gepasst. Und zwar habe ich mir hier nochmal dieses Physicians Formula Matte Collection Quad Eyeshadow Palette Zeug in Classic Nudes, weil ich hier mit diesem Ton meine Transferfarbe heute gemacht habe. Und ich brauchte noch was für meinen Innenwinkel und für meinen braunen Highlight. Und da habe ich auch nochmal die Naked Nudes Palette benutzt, eben hier von V7, W7. Hier diesen schönen hellen Highlighter-Ton. Sorry, ist jetzt das gleiche nochmal, aber das hat einfach so gut gepasst, dann habe ich es gleich gelassen. Aber Hauptakteur dieses Looks ist ein Lidschatten von Bobbi Brown, den ich unglaublich liebe. Ich habe den letzten Sommer auch ganz oft getragen und jetzt bestimmt er ja auch schon nimmer. Und zwar ist das Burnt Sugar. Und ich liebe diesen Lidschatten, der ist, oh mein Gott, der ist so toll. Der ist einfach wunderschön. Und das Beste ist, man kann halt einen One-Shadow-Look damit schminken. Also ich habe jetzt auch in meinem Crease nichts anderes mehr. Ich habe den halt auf dem beweglichen Lid aufgetragen und habe den dann einfach in die Crease eingeblendet und ist es fertig und halt auch an den unteren Wimpernrand noch so ein bisschen. Und ich finde das so wunderschön. Also dieser Lidschatten ist einfach toll und ich freue mich jetzt riesig drauf, den nächste Woche wieder zu benutzen. Dann habe ich, gut, Liner hatten wir schon, Mascara, wie immer, meine CoverGirl Lash Blast Volume Mascara in Very Black. Rosa, auch wie letzte Woche schon, der Hoola Benefit. Und ich traue es mich gar nicht sagen, weil ich mag ja diesen NYC Bronzer in Sunny sehr gern. Aber ich muss jetzt mal ganz vorsichtig sagen, dass ich fast den an mir schöner finde. Sag mal so. Blush habe ich mir mal wieder von NARS was rausgeholt, das ich auch schon ewig nicht mehr benutzt habe. Und es tut mir im Herz weh, weil meine NARS Blushes so stiefmütterlich behandelt werden. Und zwar ist es Deep Throat. Und ich fand einfach die Farbe da so schön dazu. Es ist auch ein wirklich wunderschönes Blush. Und NARS Blushes sind ja auch wirklich gut. Man macht da nichts falsch damit und auch die Farbe ist sehr, sehr schön. Highlight für kommende Woche einen einzigen. Ich weiß, das ist ganz untypisch eigentlich für mich, weil ich so ein Highlighter-Freak bin. Aber ich habe mir von Hourglass das Ambient Lightning Powder in Diffused Light mit rein. Und das ist halt eigentlich ein sehr subtiler Highlighter. Er gibt einen wunderschönen Glow, aber jetzt nicht so richtig so Bam-Glow, sondern eher zarten Glow. Dass man halt ein bisschen leuchtet und strahlt. So schaut der aus. Und der ist auch sehr schön. Ganz, ganz tolles Produkt. Dann sind wir schon bei den Lippen. Oh nein, ich habe was vergessen von Alverde, mein transparentes Augenbrauen- und Wimperngel. Auch das habe ich selbstverständlich wieder benutzt, um meine Augenbrauen zu fixieren. So, jetzt aber Lippen. Ich habe mir reingepackt drei Sachen. Jetzt habe ich eins, ich fasse es nicht, jetzt habe ich, nee doch, hier ist es. Ich habe zum einen benutzt, als allererstes von Jordana, einen Liner in Sexy Mauve. Der schaut so aus. Den habe ich benutzt, um halt meine Lippen nachzuzeichnen und habe den auch, hab die auch einmal komplett damit ausgemalt. Fand das Ganze dann ziemlich trocken und unangenehm. Habe mir von MAC den Prep and Prime drüber, den ich wirklich sehr gerne mag und den ich auch, ich kann den wirklich empfehlen. Hier sieht man jetzt, dass ich da ein bisschen über der Farbe benutzt habe. Der ist richtig, richtig gut. Also der ist, ja. Und habe mir da drüber, ich wollte nämlich zu diesem Augenlook so ein bisschen ein, hatte ich mir überlegt, so ein bisschen pink-nude-mäßig dezentere matte Lippe und habe mich dann entschieden für einen Lippenstift von Jordana. Es ist ein matter Lippenstift in der Farbe Pink Passion. Das Ganze sieht so aus und den fand ich sehr schön, gerade auch über diesen Move Lip Liner drüber. Das hat heute jetzt dieses Ergebnis gemacht. So schaut der aus und der sieht auch ohne. Ich werde die nächste Woche auch mal ohne diesen Liner drunter tragen, dann ist er ein bisschen heller. Und ich habe noch einen Lippenstift mit rein. Das ist so ein kleines Sample, das ich mal bekommen habe von Urban Decay, der Naked Lippenstift. Und den habe ich auch schon ein paar Mal sehr lobend erwähnt. Das ist einfach ein sehr schöner Nude-Ton mit einem Hauch von rosa, pink mit drin, der einfach wunderschön ist. Und den habe ich mir auch noch mit reingepackt. Und nicht zu vergessen,
Letzter Schritt, mein Urban Decay All-Nighter Make-up Setting Spray, ohne dass ich nie mehr sein möchte. Ich sage das jedes Mal, ich weiß. Und das ist mein Schminkkörbchen für kommende Woche. Ich freue mich riesig drauf, die Sachen zu benutzen. Auch das sage ich jedes Mal, aber Mai, es ist halt so. Und vor allem auf den Lidschatten freue ich mich, dass ich den jetzt wieder entdeckt habe, sozusagen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Es gibt jetzt auch nichts mehr zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Sonntag wünsche. Wenn ihr mögt, sehen wir uns am Mittwoch in meinem Mittwochsvideo. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann hinterlasst mir einen Kommentar oder einen Daumen hoch oder abonniert meinen Kanal, wenn es euch hier gefällt. Das hilft mir natürlich sehr weiter und freut mich auch einfach riesig. Und ja, macht's euch schön, bleibt gesund und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.